Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen genießen. Ich bin jetzt drauf gekommen, wie ich meine ganzen Videos wieder mal durchgeschaut habe. Ich habe eigentlich relativ wenig bis gar zwei Videos, habe ich glaube ich gemacht, mit Süßspeisen. Wenn wir heute wieder mal was Süßes machen, was Interessantes, machen wir süße Teigtascheln mit Topfenfülle und Butterbröseln. Wie das geht, zeige ich euch gleich und die Zutaten zeige ich euch auch gleich. Für den Teig brauchen wir griffiges Mehl, glattes Mehl, also die Hälfte, Hälfte, es kommt dann 3 ganze Eier, etwas Salz, etwas Wasser. Jo, das wäre mal der Teig und die Topfenfülle zeige ich euch dann später. So, wir fangen einmal mit dem Teig an. Tun wir mal das Wasser. Ungefähr 1,5 Deziliter. Etwas Salz. Teig braucht Salz. Und dann geben wir die 3 Eier dazu. So, das werden wir jetzt versprudeln. Sprudel. So. Ich wollte jetzt schon mit dem machen, weil das ist so. Und dann müssen wir das Mehl abwägen. Ich habe hier eine Küchenwaage, weil nach Gefühl kann ich das auch nicht. Wir machen 500 Gramm insgesamt, also brauchen wir 250 Gramm griffiges Mehl. Ups, das war jetzt wohl zu viel. Da haben wir noch glattes Mehl, auch 250, das kann man ruhig gleich so zahlen. Das war 500 Gramm kommen. Nichts. Haben wir noch. Weißes Mehl, schwarzes Hemd, das passt gut, gell? So, 500 Gramm. Einfach da dazu. So. Und dann werden wir das Ganze als Teig, zu einem Teig zusammenkneten. Und das da aufstrecken. So. Man kann es auch mit einer Küchenmaschine machen, aber ich mache das mit der Hand. Da habe ich ein besseres Gefühl. Seht ihr das? Schön vom Rand weg reinarbeiten in die Mitte, schon so zentral, dass es ein schöner Teig wird. Der Unterschied zum normalen Nudelteig ist, beim normalen Nudelteig kommen nur Eidotter und den Suppennudeln oder das tut man ja auch nicht salzen. Warum nicht? Weil das habe ich mir zuerst aufgeschrieben gehabt und jetzt glaube ich nichts vergessen, aber ist wurscht. Weil wenn man Nudeln trocknet, was eben wir in dem Fall nicht machen, kristallisiert sich das Salz aus den Nudeln wieder raus. Das heißt, das bringt gar nichts. Darum tue ich die Suppennudeln oder wenn ich sowas mache, gar nicht salzen, sondern ich salze nur das Wasser dann, wo ich die Nudeln drin koche, weil die Nudeln das Salz dann durch das Wasser aufnehmen. In dem Fall verarbeiten wir den Teig ja frisch. Jetzt, wenn ihr das schon so eine Masse habt, dann kann man das ruhig rausleeren. Brauchen wir die Schüssel nicht. Und dann tun wir das da so reinarbeiten. Wenn ihr merkt, es ist zu fest oder zu wenig, normalerweise müsste die Menge passen. Wenn ihr nur eine Spur Wasser dazu, aber nicht zu viel, das soll ja ein fester Teig sein. Das tun wir schön zusammenkneten. So, nachdem wir den Teig schön 10 Minuten geknetet haben,
Schaut ungefähr so aus. Ich glatte die Oberfläche, das kriegen wir noch weg. Und einfach so zusammenarbeiten. So, schaut her. Eine schöne glatte Oberfläche hat. Dann nehmen wir so normale, Entschuldigung, meine Stimme, meine so Gefriersackel. Und packen den Teig da ein und lassen ihn eine Stunde rasten. So schaut das dann aus. Das lassen wir da einfach nicht in den Kühlschrank geben. Heraus und einfach eine Stunde rasten lassen. So, als nächstes machen wir die Topfenfülle. Dazu brauchen wir Topfen natürlich. Zwei Eier. Dann habe ich hier ein Romaroma. Vanillezucker. Und etwas Grieß. So, wir geben das alles. Das braucht man nicht extra trennen oder irgendwas. Das gibt man alles in eine Schüssel. Topfen. Ups. Vanillezucker. Das hat man gescheit auch gemacht. Etwas Romaroma. Ich habe das gar nicht im Bild so. Das ist eine Kindersicherung, glaube ich. Ups. Das ist wie die ein ganzes Fläschchen kann man da schon rein. Dann die zwei Eier. Etwas Zucker, ich mache das immer nach Gefühl, also soll süß sein. So. Und den Grieß geben wir dann erst rein, wenn wir das Ganze mal verrühren. Schauen wir mal mit einem gescheiten Schnibbis an. Das duftet schon. Der Weihnachten ist auch bald, ne? Und, vielleicht noch ein paar Punschrezepte reinstellen ins Internet. So, jetzt schaut das schön cremige Masse. So schaut das auch schon. Dann kann man da ein bisschen Grieß. Hier ist ungefähr zwei Esslöffel davon. So schön. Tup. So, das passt. Lassen wir jetzt auch kurz eine halbe Stunde rasten. Also so lange wie der Teig jetzt braucht. Und dann noch eine halbe Stunde. Und dann können wir schon anfangen. So, dann haben wir den Teig eine Stunde rasten lassen. Das tun wir jetzt ausrollen. Ich habe eine Nudelmaschine. Wenn Sie keine Nudelmaschine habt, könnt ihr genauso ein Nudelholz nehmen. Das ist egal. Nur ich mache es mit der Nudelmaschine. Und der Tochter hilft. Meine kleine Maus dreht das. Ich bin keine Maus. Oh ja, meine kleine Maus bist du. Ungefähr viermal, also bis auf Stufe 4. Soll nicht zu dick und nicht zu dünn sein. Und der Unterschied zum normalen Nudelteig ist ja, dass da etwas Wasser dabei ist. Bei normalen Nudelteig kommen ja eigentlich nur Eidotter. Mhm. Aber bei denen kommen ganze Eier und ein bisschen Wasser. Nein? Nochmal?
Ja. Brett lieber haltet. Das muss ich mal alleine halten, weil das tut's da nicht. So, einmal noch. Das lässt sich nicht. Das lässt sich nicht. So, einmal machen wir es noch und dann ist das fertig. Und dann kommt die nächste Rolle. Nein, das machen wir die fertig. Sonst wird es nichts. Jetzt müssen wir zuerst zum Teig zu trocken, weißt du? Wichtig ist, dass man das schnell verarbeitet. Also ich bin schnell gewöhnt. Ja, so, das passt gut. So, da haben wir schon den zweiten Teig. Ist jetzt her. Tun wir so her. Das passt schon. Schon gut. Dann tun wir das schon auflegen. Den auch. Ist der nächste? Nein. Das tun wir dann drüber noch in den Sacker. Okay. Jetzt erstmal mal die. Fertig. Dass die fertig sind. Wir müssen dann gleich Wasser aufstellen, das haben wir auch vergessen. So, hat einen Löffel. Esther, bitte. Vorsicht. Nehmen wir so einen kleinen Kaffeelöffel. Tun wir so kleine Nockerl raus und tun wir dann schön platzieren. Sieht man dann nicht. Warte, ich mache das anders. So sieht es besser, gell? So, ungefähr 2 cm, 1 cm Abstand lassen. So, schaut her. So machen wir das. Das wird lecker. Ich mache dabei auch ein bisschen Essen für irgendwen anderen. Ein kleines Stückchen. Gut, und ein kleiner besonderer Gast. Kleiner besonderer Gast kommt? Ja. Der wäre? Habe ich dir nicht gesagt? Nein. Sag ich dir nicht. Der hat nicht so viel Hunger. Aha. So. Deshalb muss man ihm auch eine kleine Pinsel. Kriegst du das? Ich habe den Pinsel, den habe ich heute schon gesehen. Der ist aber jetzt weg. Das. So, und jetzt tun wir das schön einpinseln. So, schaut her. Da ist schon rundherum. Dass das schön zu ist, weil das dann zusammenhält. Also es würden sonst ja auseinanderfallen, das wollen wir nicht. So, schön rundherum pinseln. Ich brauche gute Dinge für unseren Gast heute. Weil unser Gast ist ganz besonders. Ganz besonders? Ganz besonders. Das ist mein ganz besonderer Lieblingsgast. So, dann muss er Platz für uns. Dieser ganz besondere Gast, der heute kommt, darf ich nicht dazu. So, und dann nehmen wir die zweite Lage und legen die einfach so drauf. Seht ihr das? Mhm. So. Ich hoffe. Es macht nichts, wenn der ein bisschen schmäler ist. Hauptsache es ist abgedeckt, das ist wichtig. Das kann man mit dem Rand dann sowieso. Seht ihr das? So schön. Das muss schön zu sein. So, schaut her, dann machen wir das mal so. Das ist zu viel. So, das ist schön. Brauchst du das? Papa, brauchst du das? Ja. So, das schön zudrücken, das muss schön zu sein. Dann kann man den Überhand abschneiden, das kann man nochmal zusammenkneten, machen wir nochmal einen Teig draus. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn euch das ein bisschen zu ungleichmäßig ist, das kann man ja alles reparieren. So, das kann ich zum Beispiel so gleich runterschneiden, dass es zu breit ist. Dann habe ich das gleich weg. Das. So. Mein
ganz besonderer Gast, verdient doch ein ganz besonderes Essen. So, und das durchschneiden einfach. Und so, das so, das kann man dann. Ihr könnt es zum Beispiel auch mit einer Gabel auf der Seite. Einmarschieren. So leichte Muster reindrücken, Schatz, ja? So kann man das auch machen. Mhm. Und schon haben wir die ersten Teile fertig. Wenn man es nicht möchte, dann braucht man es nicht mehr. Nein. So. Das ist nur ein Vorschlag. Jetzt ist das? So ungefähr soll das ausschauen. Es ist. Und das machen wir jetzt mit alle. So, in der Zwischenzeit haben wir die Deckel schon alle fertig. Mhm. Bis jetzt. Schauen zwar ein bisschen rustikal aus, aber das passiert halt manchmal. Darf ich sehen? Aber das ist eben zu Hause Arbeit. Ne? Also wir sind keine. Aber die schauen gut aus. Also, jo. Halten werden sie auch, glaube ich. Das Wasser kocht auch schon. Mhm. Werden wir das schon langsam einkochen. So, das Wasser soll nicht kochen, sondern nur sieden. Also es fängt schon an, das drehen wir jetzt zurück auf. Sechs. Holen wir Salz. Holen wir Salz im Stück. Schauen, dass die schön zusehen. Und tun wir die da vorsichtig einkochen. Die brauchen dann ungefähr 10 bis 20 Minuten. Wir haben ja den Teig ein bisschen dicker als normal. Bei Nudeln ist ja der Teig nicht so dick. Dadurch brauchen sie auch ein bisschen länger. Ups, das haben wir nicht ganz zu. So, schon. Es kann passieren, dass ein paar aufgehen, das weiß man, aber größtenteils sollten sie schon halten. Bei mir haben sie erst einmal durchziehen lassen, durch das Stehen. Bindet sich das auch besser ab, klebt besser zusammen. Und sie sollen nicht aufkochen, also nur ziehen lassen. Kann man ruhig alle rein. In der Zwischenzeit machen wir dann die Butterbröseln. Meine kleine Maus da draußen schon wieder Theater. So. Bitte, mein Teufel! Gut, die haben wir jetzt da drinnen. Das ist mit meinem Schöpfer. Mit einem flachen Schöpfer vorsichtig vom Rand lösen. Das ein bisschen, dass sie nicht zusammenkleben. Das wäre sonst nicht so schön. So, das schaut gut aus. Jawohl, das wird schon. Schauen, dass sie nicht zusammenkleben. Nicht zu stark umrühren, weil sonst drüben wir es auseinander und das wollen wir ja nicht. So, das schaut schon gut aus. Passt. Ich habe es jetzt noch mal kurz größer, drehe das einmal kurz auf Wald und dann passt das schon. So, machen wir jetzt die Butterbröseln. Auf meine Pfanne. Warte mal. Umgekehrt, stellen wir die zurück, sonst sieht sie das nicht. So. Ich habe einen Donut gemacht. Einen Donut hast du gemacht. Okay, machen wir jetzt die Butterbrösel. So, Butter machen wir flüssig. Mein Kunstwerk. Den Kunstwerk. Das gleich kaputt geht. So, nehmen wir. Jetzt möchte ich eine Pizza machen. So, schon mal.
sollen ja nicht verbrennen, sondern die nur leicht braun rösten. Deshalb gebe ich den Zucker jetzt noch nicht dazu. Wenn es jetzt zum Beispiel so bei mir ist, jetzt Topfenfülle übergeblieben, gibt es einfach noch ein paar Bröseln dazu, dass es ein bisschen festere Masse wird und macht es Knödel, kann man Topfenfülle draus machen. Also bei uns wird nichts verschwendet, wir verwerten alles. Ich verliere heute irgendwie meine Stimme. So, und jetzt gehen wir Zucker dazu. Weil du zu viel sprichst. Weil ich zu viel sprich? Ja. Schaut's her. Ich mache einen Elefant. Ihr könnt es auch mit Bobidel füllen. Nur dann passt am besten Mohnfülle, sage ich. Ja, Mohn, Buttermohn. Also Butter zu lassen, genauso wie das. Und ein bisschen Mohn dazu, Zucker dazu. Das Ganze dann abmischen und fertig. So, die Bröseln werden jetzt schon langsam fertig. Immer wenn sie anfangen zu braun werden, bitte die Platte abdrehen, weil das sieht noch gewaltig nach. Sonst sind sie schwarz. Schwarz-weiß. Schwarz-weiß, ja. So, schaut her. Schön. Und immer umrühren. Wichtig ist rühren, rühren, rühren. Und rühren, rühren, rühren. So, unsere Taschen kochen auch schon langsam auf. Taschen? Der Teigtaschen, schaut ihr. Ja. Zeige euch das einmal so. Seht ihr das? So schön schwimmen die schon da oben. So, die Bröseln sind fertig. Ich habe einen süßen Hund gemacht. Einen süßen Hund hat es. Ein Rolli oder was ist das? Ja, der Rolli. Ein Rolli ist auch ein Film. Ein kleiner süßer Hund. So, und wenn das fertig ist, dann können wir anrichten. So, die Teigtaschen sind jetzt fertig. Dann werden wir das Ganze anrichten. Die sind ein bisschen groß geworden. Ihr könnt das gerne kleiner machen, wenn ihr wollt. Aber ich habe das jetzt so erwischt. So, einmal. Zweimal. Da ist doch Zucker drauf. So schaut das aus. Dann geben wir da Stoppzucker drauf. Verwechseln aber bitte nicht Mehl. Nein, das kann man nicht verwechseln, glaube ich. Doch, beides ist weiß. So, schön. So schaut das dann aus, ungefähr, circa. Wer will, kann noch ein paar Bröseln drauf geben. So, das war's. So, meine Kleine habe ich abgegeben. Also, wie gesagt, ich wünsche euch guten Appetit, ein schönes Wochenende und tschüss.